Kleine Information vorweg, dieses Let's Play stammt aus dem Frühjahr 2014, deswegen bitte ich Qualitätsschwankungen in puncto Sound, Bild und Kommentar von mir persönlich zu heutigen anderen Projekten zu entschuldigen, wenn ich das trotzdem ja, interessiert, was ich hier so damals angerichtet habe in Mario Party 4, dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Jawohl, gehen wir nochmal rein. 290 Sterne habe ich jetzt also insgesamt gesammelt in diesem Spiel. Ist ja schon mal gar nicht so schlecht. So. Was ist denn eigentlich im Extra-Room? Ach, spiele Extra-Minispiele. Das könnte sogar sein, wo ich ihn wieder... Aber eigentlich ist das ein Minispielraum, oder nicht? Hier erfährt man übrigens auch den Namen. Ich weiß nicht, ob das vorher schon bekannt war. Von den Steinblöcken. Kommen im Extrazimmer. Viele Leute meinten nämlich immer, die einen heißen Wump, das kennt man ja, die Rechten. Und den Namen der Linken kennt man nicht. Und ich meine, aus diesem Spiel weiß man tatsächlich, dass der rechte Wump oder der linke K-Wump heißt. Oder K-Wumps oder irgendwie so hieß der, glaube ich. Labelraum, dieses Zimmer ist für jene, die den normalen Minispielmodus zu müde sind. Gibt es Einzelspieler-Minispiele und vieles mehr. Okay, man kann also noch Einzelspieler-Minispiele machen. Ach, davon habe ich sogar gehört. Da. Rumswumms, so hieß der, nicht K-Wumms, der hieß Rumswumms. Der hieß K-Wumms, das ist allerdings falsch, soweit ich das gucke. Der heißt, glaube ich, nur, wie man es da oben auch heißt, Womps Basement. Bruhaha, also das ist Wump, nämlich Womps im Englischen. Und das ist Thomp. Also wie es im Deutschen heißt, keine Ahnung, aber der heißt wohl offiziell von Nintendo, heißt der im Englischen Thomp. Der Womp. Dass der im Englischen Womp heißt, das weiß man, aber der hatte laut offiziellen Nachrichten eigentlich keinen Namen. Und ich meine von Nintendo irgendwann mal gehört zu haben, dass der K-Womp heißt. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist der englische Name Thomp. Oder Thomp. Während der englische Name Womp ist. So. Hier kann man nochmal einzelne Partys machen, in Anführungszeichen, wo man, glaube ich, nicht gegen Computergegner, sondern einfach nur auf Rekorde-Minispiele spielt. Habe ich allerdings nie gemacht. Machen wir jetzt auch nicht, weil wir wollen eigentlich nur noch die Minigames nachholen, die wir noch nicht haben. Für die Leute, die es am Anfang nicht gesehen haben, gehen wir noch mal kurz in den Present Room und präsentieren dort die ja, Teile, die ich jetzt schon habe. Das Mario-Häuschen, das Luigi-Häuschen, das Donkey Kong-Häuschen, das Waluigi-Häuschen. Wir haben nicht alle. Und in dem Minispiel-Häuschen schaltet man, soweit ich das gelesen habe, die ganzen Sachen frei, indem man zum Beispiel Rekorde in Minispielen aufstellt, zum Beispiel unten Buhu-Teller oder so ein Kram schaltet man zum Beispiel nur frei, wenn man bei diesem Tauchdingens über 7 Sekunden schafft und so weiter und so fort. Also da gibt es wohl wirklich verschiedene Zahlen, die man erreichen muss, um dann halt Dinge zu bekommen. Zum Beispiel da oben hier der Buhu-Teller, den kriegt man glaube ich nur, wenn man in diesem Tauchdingens es schafft, über 7 Sekunden zu tauchen, und die Bowser-Teller kriegt man nur, wenn man irgendeinen anderen Rekord schafft, und dann gibt es halt noch 4 weitere Rekorde für die anderen Teller und so weiter und so fort. Und ob es dann da links gibt, ja einen Bilderrahmen, da haben wir ja Buhus Bilderrahmen, vielleicht gibt es rechts noch einen Bilderrahmen, den wir dann kriegen, keine Ahnung. Aber die sind auf jeden Fall alle durch Minispielrekorde erhältlich. Dann sehen wir uns hier mal kurz das Mario-Häuschen an, mit Mario Sofa, Kühlschrank, Puppe, Tisch, Topf und Fernseher. Da haben wir Luigi's Zimmer. Mit einem Trimmrad, einem Tisch, einem Sessel, der Puppe, einer Hantel und einem Bowser-Fernseher. Natürlich kriegt jeder wieder seine eigene Bowser-Sache, weil hier immer das Bowser-Geschenk kriegt man dann am Ende, wenn man halt Bowser besiegt. Und hier hat Mario halt den Topf und Luigi den Fernseher. Yoshi hat ja die Lampe, haben wir ja mitbekommen. Ah, da hat jetzt ein richtiges Dach bekommen oben. Das war ja vorher, glaube ich, offen. Also Yoshi-Ei. Die Bowser-Lampe, den Yoshi-Computer, den Yoshi-Tisch und die Yoshi-Schuhe. Also Yoshi sind, wie ich finde, die unnötigsten Sachen bislang. Weil wir hatten ein Ei, was will Yoshi mit einem Ei? Das kann er selber legen. Eine Bowser-Lampe, okay, eine Lampe ist okay. Was will Yoshi mit einem Computer? Yoshi passt überhaupt nicht zu Computer. Das ist ein wildlebendes Tier. Normalerweise leben die im Dschungel auf einer fernen Insel und so weiter und so fort. Da haben die noch nicht mal Strom. Und dann soll er hier im Raum einen Computer haben oder was? Und dann kriegt er Schuhe. Schuhe. Also anstatt einen Stuhl, der hat keinen Stuhl, der muss mit dem Computer auf dem Boden sitzen und hat einen Tisch, wo er dran stehen muss, aber kriegt Schuhe als Geschenk. Also der Raum gefällt mir bislang am wenigsten, was die Logik anbedacht.
was wohl hierher gehört. Ja, hier wird wohl bestimmt etwas Besonderes sein, wenn man alle hat. Werde ich wohl nie erfahren. Auf jeden Fall kann man da oben auch die Sternbilder sehen. Okay, das war Yoshi-Sternbild. Dann gucken wir uns mal kurz das Luigi an. Und da konnte man das Mario schon kurz erkennen. Ja, das ist Marios Horoskop. Man kann da oben auch... Ja, man kann da oben auch rumwechseln. Dann gucken wir uns Donkey Kongs mal an. Der hat hier das Donkey Kong Fass. Das passt zu Donkey Kong. Bowser Fass hat er sogar, okay. Die Palme passt auch in Donkey Kongs Haus, die Kiste passt in Donkey Kongs Haus, hier die Bananenständer passt und die Puppe auch, also Donkey Kongs Haus passt rein theoretisch zu dem schon hin. Da haben wir noch die Waluigi Stern, das Waluigi Sternbild und der hat einen Kalender, der hat ein Regal, der hat einen Hocker, der hat hier eine Dusche und der hat eine Wanne. Und natürlich auch die Puppe. Die Bowser-Wanne war das Böse, also war das Bowser-Dingens und die Dusche war dann halt das andere. Ich finde, das Zimmer von Waluigi ist rein optisch bislang eines der coolsten. Ist halt auch in dieser umgedrehten L-Form. Und ja, weiß nicht. Ich mag Waluigi auch. Waluigi und Luigi sind meine Lieblingscharaktere im Mario Party-Universum. Die habe ich eigentlich immer genommen. Und ja, jetzt im Let's Play natürlich nur Yoshi, weil ich natürlich jemanden nehmen wollte, dessen Zimmer wir noch nicht hatten. Beziehungsweise dessen, ja... Sachen, wir hier noch freischalten konnten. Ja, ich möchte gehen. Wir haben alles gesehen. Was ich jetzt schon habe und freigeschaltet habe. So, jetzt kommt tatsächlich noch die Minispiele, wie gesagt. Dafür wäre hier noch der Optionenroom. Da müssen wir der Optionenroom. Der Optionsroom oder der Optionenraum. Da müssen wir allerdings nichts mehr umstellen. Hier jetzt in den Minigame Room. Werden da einmal von Goomba begrüßt. Dachchen! So, und wir spielen... Spielenliste individuelle Rekorde. Hier kann man sich die Rekorde mal angucken. Rechts oder links habe ich noch keinen Rekord, weil ich das, wie gesagt, noch nie gewonnen habe. Domino Disaster ist bei 82, Freischwimmer ist bei 52, Kerkertoppel ist bei 1,84, Rauchende Reifen ist bei 9 und die Taucherlunge ist bei 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Teller. Ich glaube, dann müsste es den Bowser-Teller dafür geben, dass man unter 10 Sekunden brauchende Reifen... Ich glaube, unter 10 Sekunden brauchende Reifen gab auch was da drin. Und da wir das haben, müsste das da was geben. Naja, egal. Wir werden rechts oder links niemals gewinnen. Das ist klar. Aber... Wir spielen jetzt einfach. Und zwar spielen wir... Das finde ich eine geile Sache. Man kann entweder frei auswählen, dass man wählt, was man will. Man spielt Teamwork, also man spielt halt verschiedene Teams gegeneinander. Ausdauer, also er zieht die nötige Anzahl an Siegen. Und Bingo Battle, das heißt, es gibt halt so ein Bingo-Brett und wer halt die Spiele auf dem Bingo-Brett in der Bingo-Reihenfolge macht und halt als erstes den Bingo füllt, hat halt gewonnen. Wir machen aber ganz normal, wie gesagt, wir möchten einfach nur die nicht gezeigten Minispiele dann doch noch zeigen. Und zwar einer gegen drei Computer. Und dieser eine wird diesmal nicht Yoshi sein, dass wir auch einen anderen Charakter sehen, sondern wie gesagt, ich spiele am liebsten mit Waluigi oder Luigi. Und wir spielen jetzt einfach mal mit Waluigi. Bitte wähle drei Computerspieler. Das müssen dann Mario, Luigi und Wario sein. Habe ich eigentlich immer mit der Konstellation gespielt, damals schon. Habe ich da gerade eben gesehen, dass wir da Fragezeichen hatten? Hatten wir da eben echt Fragezeichen? Tatsächlich, wir haben hier Fragezeichen. Na egal, wir starten mit den vier Spieler-Minispielen. Was haben wir denn nicht gespielt? Manta-Ringe hatten wir, Schleimzeit auch, Druckerpresse hatten wir, Freischwimmer hatten wir, Lawine hatten wir. Domino-Desaster hatte ich dann, wie gesagt, nur einmal, als ich alleine gespielt habe. Ist an sich kein kompliziertes, neues, super innovatives Spiel. Aber eins dieser Art haben wir bislang nur, das heißt, es ist nämlich wieder ein Spiel, wo man so schnell wie möglich A ballern muss. Das haben wir bislang nur bei der Schleimzeit und jetzt auch bei Domino Disaster. Betätige den Schalter schnell, um die meisten Dominosteine aufzustellen. Je schneller man A drückt, desto mehr Dominosteine werden aufgestellt und drücke den A-Knopf so schnell du kannst. Das tun wir einmal. Sollte, wie gesagt, schnell gehen. Allerdings geht die Zeit hier recht lang, also müsst ihr schon eine Ausdauer haben. Nämlich 10 Sekunden.
das geht in der Zeit, wenn man das so macht wie ich, auch langsam auf die Hand. Ah! Ah! Okay. Den Rekord von 82 habe ich übrigens in dem Goomba-Spiel aufgemacht. Vorher war der bei 80. Ich habe den auf 82 erhöht. Ich glaube, von standardmäßig ist der nur bei 50 oder so. Und wir haben wieder genau 82 bekommen. Ich glaube, mehr als 82 geht nicht. Also ich habe mich weder verbessert noch verschlechtert von dem... von Offscreen auf Aufnahmeposition. Egal. Paracoupe hatten wir. Hand am Abzug hatten wir. Dreierwurf hatten wir. Fotopuzzle, das hatten wir noch nicht. Das ist das letzte. Oder nee, warum steht da unten 16 von 16? Ach, wir haben 16 von 16 freigeschaltet oder was? Okay, Fotopuzzle müssen wir noch. Schneemannbrigade hatten wir. Bob-Umke-Bombe hatten wir. Arm des Gesetzes hatten wir. Abgestempelt hatten wir. Rauchende Reifen haben wir. Und Taucherlunge haben wir. Das heißt, wir müssen hier nur noch Fotopuzzle machen. Hatten wir, wie gesagt, noch nicht. Bin ich jetzt gespannt, was das ist. Kann ich mich auch nicht mehr dran erinnern. Wir müssen wahrscheinlich ein Puzzle machen, ne? Stell dir dieses Fotopuzzle fertig. Du kannst ein Teil nur am dafür vorgesehenen Ort platzieren. Wir können das Teil rotieren mit L und R. Wir können es bewegen und wir können es mit A ablegen. Konzentriere dich auf das Bild, um dir die Ausrichtung der Teile zu merken. Ja, wie bei einem Puzzle halt. Nur, dass sich der Hintergrund, glaube ich, sogar bewegt. Das war, glaube ich, das Coole. Dass sich das Bild tatsächlich bewegt. Okay. Also, der Kram müsste dahin kommen. Der Kram müsste dann dahin kommen. Der Kram müsste dann da drüber kommen. Das kommt dann da unten in die Ecke. Das kommt dann dahin. Das müsste dann direkt dahin kommen. Dann haben wir da noch eine Ecke. Dann haben wir es geschafft. Ja, ist, glaube ich, immer dasselbe Puzzle. Deswegen war das, glaube ich, nicht ganz so innovativ wie Mario Party 1 oder nee, Mario Party 3 muss das gewesen sein. Da hatten wir, glaube ich, verschiedene Puzzle. Hier ist es immer dasselbe, aber naja. Das waren eigentlich alle vier Spieler-Minispiele. Jetzt gucken wir uns mal die 1 gegen 3 an. Kerzenschein hatten wir, Schaumschläge hatten wir, Kanonenkrise hatten wir, Abo-Attacke hatten wir, ein Heim für Fische hatten wir, Hopp oder... Hopp, hatten wir auch. Geld am laufenden Band, Tor, der Kran hat Schuld, haben wir alle gesehen. Die große Entweichung hatten wir einmal. Zurück zum Absender, rechts oder links. Klippenhänger, Schatzsuche im Team. Wünsche dann hinter Bestellung bitte. Kerker, Doppel, ins Netz gegangen. Kennen wir also auch alles. Linienführung ist das einzige Battle-Game, was wir noch nicht gesehen haben. Ansonsten kennen wir hier alle. Ah, habe ich das gehasst. Zum Glück kam das nur am Anfang ein paar Mal dran. Zweimal oder dreimal. Ich hatte das in Erinnerung, dass das öfter kam sonst, normalerweise. Hat der Computer fast immer gewählt, weil er wusste, hey, da habe ich eine Chance gegen. So, Linienführung. Folge der Krallenlinie. Wer sie am genauesten nachziehen kann, gewinnt das Spiel. Hätten alle Spieler weniger als 30 Punkte, geht es als unentschieden. 100 Punkte ist der absolute Highscore. Das ist, wenn man alles perfekt macht. Ich weiß, wie gesagt, nicht mehr, wie das geht. Es geht hier allerdings auch nicht, das heißt, kein Training einfach rein. Also, ich weiß schon, wie man es machen muss. Man muss der Linie folgen, aber... Ich weiß nicht mehr, wie die Steuerung ist, wie genau die ist, wie... Fuck. Das konnte ich mal besser. Ich bin auf jeden Fall ordentlich weit von der Linie abgewichen jetzt eben gerade. Fuck. Fuck. Oh Gott, das Ende war richtig scheiße. Naja. Immerhin sind wir angekommen. Auch wenn unser Ende, wie gesagt, ziemlich scheiße war. Haben wir mit 85 doch den Sieg davon getragen. Also dieses Luigi mit 82 sehr nah dran. Hatte ich, glaube ich, mal auf 98. Ich glaube, 98 hatte ich einmal. 100 noch nie. Aber irgendwas mit 90. 96, 98, irgendwas in dem Dreh war das. So, damit haben wir alle Battlespiele gesehen. Es fehlen noch die Bowser-Spiele. Date-Schicksals hatten wir und Ballon-Schicksals hatten wir. Obst-Schicksals fehlt noch. Aber ich glaube, das ist random. Es gibt ein paar Früchte und eine der Früchte oder ein paar Früchte mag er halt nicht. Und dann muss ich halt irgendeine bringen. Und es ist halt einfach ein reines Glücksspiel, war das, glaube ich. War, glaube ich, einfach reines Glücksspiel. Ja, ja, ja. Ups, Schicksals. So, wir präsentieren Ihnen das. Nein. So, er will Obst haben.
Sind es nach Trauben, Trauben, Apfel, Apfel und da kam noch irgendwas. Ach, so stimmt. Ist das nur so häufig, wie es da steht? Sobald das Märchen öfter kommt, hat man verloren. Es stand auf jeden Fall zweimal Trauben und Apfel da. Hier mal links nur eine Traube und einen Apfel. Das ist eine Erdbeere, das ist ein Apfel. Bringen wir ihn mal dem Apfel. Okay. Achso, der spawnt jedes Mal wieder neu. Hier habe ich nicht gesehen. Kann nicht sein, dass er Glück hat, dass er gegen Ende kam, wo es mega schnell wurde. Ich konnte zweimal Trauben und zweimal Apfel lesen. Aber Kirsche scheint dabei zu sein. Hat Mario immer ordentlich Lack gehabt. Luigi versucht es mit Erdbeere. Ach, ich glaube, hier gibt es wieder nur einen Verlierer, ne? Ich glaube, es gibt hier keinen Gewinner. Ich glaube, es gibt hier nur den Verlierer. Das war ja bei Bowser Games immer so. Und Erdbeere stand da auch drauf. Wario holt sich die Traube. Ja, das ist richtig. Das kann ich bestätigen. Auf jeden Fall zweimal Traube gelesen habe, bringe ich ihn noch auf jeden Fall die zweite Traube. Brauchst gar nicht so böse zu gucken, da stand da auf jeden Fall. Wie ist jetzt? Stand da. Er wollte uns verunsichern, aber ich weiß nicht, dass er stand. Mario bringt die Ananas. Die Banane natürlich. Ananas statt daneben. Die Banane ist... Ich glaube übrigens, das sind alles Früchte aus Yoshis Story. Außer die... Die Banane stand da auch drauf. Außer die Erdbeeren, die kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber ansonsten waren da, glaube ich, all diese Früchte mit drin. Oh, Luigi bringt eine dritte Traube. Stand tatsächlich dreimal Traube drauf. Ich habe nur zwei gelesen. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass da überhaupt so viel stand, wie jetzt gebracht wurde. Ich dachte, da kamen jetzt noch vier oder fünf Worte nach der... Es stand tatsächlich dreimal Traube da drin. So, wenn Wari jetzt einen zweiten Apfel bringt, dann habe ich... Problem. Danke! Jetzt weiß ich nämlich nichts mehr. Wahrscheinlich sind jetzt tatsächlich auch alle Früchte, die auf dieser Liste standen, aufgebraucht. Wahrscheinlich gibt es jetzt keine Früchte mehr. Fuck, was machen wir? Bringen wir einen dritten Apfel? Wir bringen einfach einen dritten Apfel. Vielleicht stand ja dreimal Apfel drauf. Stand ja auch dreimal Traube drauf. Ich habe jetzt echt keine Ahnung mehr. Hier, zweimal Traube, zweimal Apfel, wusste ich. Da. Super. Gibt es eine Auflösung, was da noch alles stand oder so, oder nicht? Gibt's nicht. Gibt also noch nicht mal eine Auflösung. Das ist schade. Man hätte am Ende noch eine Auflösung machen können, welche Früchte theoretisch noch übrig gewesen wären, welche man noch hätte bringen können. Naja, wir haben Obst des Schicksals verloren. Ist aber im Endeffekt auch nicht so schlimm. Diese Spiele müssten wir eigentlich alle gemacht haben, denn wir haben ja gewonnen. Das letzte Gefecht haben wir gemacht und Bowser's Wrestling können wir noch freischalten. Ich dachte immer, das schaltet man frei, wenn man Bowser's Strecke schafft. Das schaltet man frei, wenn man riesig auf Bowser kommt. Deswegen dachte ich immer, das kommt, wenn man mini auf Bowser kommt. Aber das habe ich tatsächlich ein paar Mal probiert. Und es hat nie funktioniert. Deswegen werden wir jetzt Bowser Wrestling spielen. Und ich weiß nicht, wie es geht. Achso, doch, mit L und R abwechselnd. Aber wir spielen es nicht gegen Bowser, sondern halt gegen einen anderen random CPU.
A's angreifen. Jetzt doch R und R abwechseln. Ja, das war ja ein super Spiel. Da stand doch A zum Angreifen unten, deswegen habe ich A gedrückt. Probieren wir es noch einmal. Ich hatte damals auf jeden Fall eine Taktik raus, wie ich es gewinnen kann. Sieht momentan allerdings nicht gut aus. Warum verlieren wir so viele Pilze und Mario gar keine? Ich verstehe das Spiel nicht. Wir haben beide gleich häufig geschlagen und wir hatten keine Pilze mehr und Mario hatte noch alle 5 voll. Pff, macht für mich persönlich keinen Sinn. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Wird mir vom Spiel auch nicht gesagt. Ansonsten war es das. Jetzt müssen wir alle Minispiele durchgehabt haben. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Let's Play. Schaltet dann auch bei den nächsten Let's Plays wieder ein. Ist egal, ob es hier Mario Party ist oder die anderen, die ich so gerade habe. Ich würde mich überall über ja, kleines Reinschnuppern freuen. Und ja, ansonsten geht es in den nächsten Tagen, Wochen, je nachdem, wie ich Zeit habe, wie der Uploadplan ist, wie voll der Uploadplan gerade ist, ob wie viele andere Projekte laufen und so weiter und so fort, geht es auf jeden Fall dann demnächst mit Mario Party 5 weiter. Was dann doch ein bisschen anders ist vom Aufbau her. Sehen wir dann, ja. Es gibt auf jeden Fall, soweit ich mich erinnere, da jetzt 3 Bowserlinge. Einer hatte rote Haare, einer hatte grüne Haare, einer hatte blaue Haare. Die wurden, glaube ich, dann extra für das Spiel eingeführt und kamen danach nie wieder oder irgendwie so war das. Ich habe die zumindest danach nie wieder gesehen. Sehen wir dann. Ich kann mich dann nur noch, wie gesagt, nur noch grob daran erinnern. Ich weiß allerdings, dass mir das damals sehr viel Spaß gemacht hat. Ähnlich wie Mario Party 4. Mario Party 4 fand ich aber, glaube ich, die Minispiele einen ganz kleinen Ticken besser. Zumindest einige. Wie gesagt, diese Schneemannbrigade, das Lawine, das Schleimzeit, das Domino-Desaster. Das sind halt so Spiele, die ich damals immer und immer gespielt habe. Auch einfach so im Minispielmodus, ohne Party. Und ja, das hatte ich, glaube ich, bei Mario Party 5 nicht solche Minispiele, die ich auch gerne privat so gespielt habe. Aber man sieht es ja dann, wenn man da ist. Ich hoffe, wie gesagt, ihr hattet Spaß. Schaltet auch bei den anderen Let's Plays und bei den anderen Videos und so weiter und so fort wieder ein. Wir sehen uns dann wieder, ne? Bis dann und auf Wiedersehen.